Willkommen zurück bei Spyro! Jetzt gehen wir Nasty Nog mal an den Kragen. Natürlich müssen wir erstmal die letzten 4 Level machen. Aber wir haben ja zum Glück alle Edelsteine, also sollte das nicht so das Problem sein. Habe ich zumindest. Sparks habe ich auch. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal. Benoit Cove. Gehen wir da als erstes rein. Falco, ich hoffe, du bist gut durchs neue Jahr gekommen. Ah, von YouTube. Cool. Freut mich, dass dir die Harry Potter Let's Plays so gefallen. Ich hoffe, die anderen Let's Plays sind auch unterhaltsam. Beziehungsweise sehr entspannt. Versuchen wir, die Let's Plays so entspannt wie möglich zu halten. Aber wenn du dir die Harry Potter Let's Plays anguckst, gehe ich mal davon aus, dass du auch Hogwarts Legacy spielen wirst, oder? Oh, ich stehe da drauf. Den kann ich ver... Nee, sehr gut. Ich weiß gar nicht mal warum. Okay, ich geh mal darum. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Harry Potter Let's Plays so gut ankommen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hui! Falco, hast du denn ein Lieblings-Harry Potter Let's Play? Also ein Lieblingsgame? Weiter so, Spyro. Vermutlich kriegt Nasty langsam wirklich Angst vor dir. Ich würde vor Angst zittern, wenn ich Nasty wäre. Ja, mal gucken. Ui, ne, falsch an. Oh, 1 und 2 auf der Playstation. Bei mir auch. Das sind auch meine absoluten Lieblingsspiele. Deswegen habe ich die auch als erstes aufgenommen. Aber die anderen sind auch toll. Aber die sind anders, finde ich. Nein, 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 nein! Ich bin ja ersoffen. Komme ich da jetzt dran, ohne dass ich da runterfalle? Ja, komme ich. Gut. Ja, da sind. Ich wollte gerade fragen, ob meine Kamera hängen geblieben ist. Den Game Boy Advance. Ich habe die PC-Teile, habe ich nur den ersten, zweiten und dritten gespielt. Die anderen habe ich gar nicht gespielt. Also das heißt, der Halbblutprinz, Orden des Phönix und so sind alles für mich Neuland. Aber ich freue mich am meisten auf Hogwarts Legacy, bin ich ganz ehrlich. Die werden auch direkt bei Release-Start werden die auf den Kanal kommen, also am 10. Da kommen direkt, wenn ich das hinkriege, direkt die Let's Plays raus. Und ich glaube, das wird ein langes Let's Play werden. So viel, wie man bei Hogwarts Legacy entdecken kann.
geht das Spiel auf jeden Fall sehr lange. Kann ich da hinstellen und sterben? Ja. Au! Was hat weh jetzt? Gekriegt. Freust du dich denn auch schon auf Hogwarts Legacy oder eher weniger? Mal gucken, da lang. So. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Dann haben wir den hier auch mal. Ach, guck mal, da stehen doch direkt drei in einer Reihe. Hopp. Okay, ich glaube, dann nehmen wir es auch vorbei. Ui. Alles klar, warte mal. Normalerweise. Ich glaube, für Hogwarts Legacy musst du nicht unbedingt im Harry Potter Universum so drin sein. Ganz viele werden das Spiel auch spielen, ohne dass sie sich mit Harry Potter auskennen. Aber schon alleine, weil das Spiel halt wunderschön ist. Das Spiel ist ja schon an sich wunderschön. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde, vor allem nicht so ein kleiner Drache. Ich meine, ich habe immer an dich geglaubt, Spyro. Das glaube ich gern. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwo irgendwas liegen lassen. Immer wieder was irgendwas liegen lassen, oder? Oder habe ich diesmal alles mitgenommen? Ui. Nee, aber hier sollte ich doch eigentlich alles mitgenommen haben. Okay, ich hoffe, ich habe hier alles mitgenommen, sonst darf ich mich wieder doof und dusselig suchen. Ja, bei mir auch. Bei mir auch, mit meinem kleinen Bruder. Das war, glaube ich, auch eine der wenigen, habe ich ja in den Folgen davor, ja, die ja noch rauskommen, schon erzählt. So, Harry Potter und Spyro und Tomb Raider waren so die Spiele, die ich, sagen wir, 80% der Zeit immer gespielt habe. Immer. Das sind so meine Kindheitsspiele. Deswegen werden die auch noch auf den Kanal kommen, also die Tomb Raider Teile. Spätestens dann. Muss ich überlegen. Spätestens dann, wenn ich Spyro, glaube ich, durch habe. Aber muss ich noch mal gucken. Ah, nein! Muss ich noch mal gucken. Weil ja zur Zeit auf dem Kanal lange LPs laufen. Also so Far Cry und Horizon sind ja schon Let's Plays oder Gameplays, die lange laufen und auch lange gehen. Vielleicht machen wir es erst danach. Mal gucken. Ah. Ich glaube, 4 Videos am Tag sind ein bisschen viel zum Gucken. PS1-Spiele sind so Spiele, die sind halt einfach schön. Wisst ihr, wie ich das meine?
Die sind einfach schön. Die kann man immer spielen. Auch weil die nicht so, auch bei einigen, weil die nicht so lange dauern. Ich bin ein Idiot. Warum tue ich nicht? Warum haue ich nicht diese verkackte? Warum habe ich die nicht drüber? Okay. Wenn was normal ist, hau ich aber die Dinger rüber. Jetzt haben wir es aber. Da stehen schon wieder zwei. Ey, Resident Evil habe ich gar nicht gespielt. Überhaupt nicht. Die einzigen beiden Resident Evil Teile, die ich gespielt habe, war 7 und 8. Also Biohazard und Village. Aber die wollte ich auch noch mal nachholen. Die Resident Evil Teile. Aber dafür müssen erst die anderen Teile, die anderen Let's Plays durch sein, bevor ich die anfange. Deswegen beschränke ich mich gerade auf Spiele, die halt nicht so viele Folgen am Stück haben. Ich meine, nach Far Cry 6 wird sowieso Far Cry 5 nochmal auf dem Kanal kommen. Alter, ich komme hier nicht durch! Habe ich jetzt alles oder habe ich irgendwo wieder was liegen lassen? Ich habe alle. Sehr gut. Hallo, Hartmann. Ich weiß gar nicht, habe ich zu dir schon frohes neues Jahr gewünscht? Einmal Edelsteine einbauen. Aber was wir auf jeden Fall machen, wenn wir das gleich durch haben, Spyro the Dragon, fangen wir mit Spyro Get Away vom Glimmer. Machen wir weiter, also quasi Riptos Rage. Ich weiß gar nicht, heißt das auf Deutsch ist Riptos Rage oder Get Away vom Glimmer? Weil ich kenne das irgendwie unter beiden Namen, aber ich glaube auf Englisch heißt das Riptos Rage. Schon. Ja, ist doch gut. Dann ist ja gut. Ich wusste doch, dass da einer um der Ecke steht und mich kaputt ballern möchte. I knew it. Ah, hey! Das Schießen mit den Flossen ist verboten. Wie mache ich da das Ding kaputt? Ich glaube, da hinten ist eine. Müsste eine. Danke, dass du mich befreit hast. Ah, ne, gar nicht. Da hinten ist ein Sprint. Ich merke, dass meine Stimme heute wegen Corona oder wegen der Grippe, die ich vor 2 Wochen hatte, noch ein bisschen. Scheiße. Ein bisschen angeschlagen ist. Also, ich finde, ich höre mich heute ein bisschen kratzig an. Als sonst. Oder als gestern. Vorgestern. Ich wollte gestern eigentlich den Stream anmachen, aber ich bin auf dem Sofa, bin ich eingeschlafen. Und bin abends erst um 21 Uhr wach geworden. Ey! Auch wie mit Granaten abzuschmeißen. Mit Granaten abschmeißen ist nicht nett.
Sollen wir hier erstmal einmal hoch und dann fahren wir mit dem Supersprint wieder nach unten. Klingt doch nach einem tollen Plan, oder? So. Einmal nach oben. Nein! Jetzt hat er mich wieder runtergehauen. Jetzt hat er mich wieder runtergehauen. Der sagt. So, nochmal. Versuchen wir mal. Alle guten Dinge sind's. Zwei. Ja. Obwohl. Das sind irgendwie die erst unten. Dann mache ich da hinten das Ding kaputt. Ist, glaube ich, besser. So, einmal runter. So, und wups. Da haben wir die jetzt auch. Ich finde mal, ich finde halt die PS1-Spiele sind in ihrer Einfachheit einfach echt schön. Vor allen Dingen ist die Musik auch, finde ich, schöner als... Also die hat schon was, die PS1-Musik von den Spielen. So, jetzt... Nein! Cool. Nochmal. Wir schaffen das heute noch. Ich schaffe das noch, darüber zu springen. Da könnten wir wieder ein Trinkspiel rausmachen. Wie oft ich versuchen muss, hier reinzuschlüpfen. Wie jedes Mal, wenn ich daneben fliege, ein Schnappes. Ich glaube, danach bin ich, Okay, Nemo, an mich selbst da rumzufliegen, ist keine gute Idee. Danach bin ich, glaube ich, besoffen. So, jetzt nochmal. Ja, das gibt's nicht. Der hört immer auf zu sprinten. Okay. Wie viele kurze werden das jetzt, Chat? 5? 6? Wären auf jeden Fall ein bisschen was. Jetzt aber. Au, au, au. Okay, da war... Ach. Lassen wir es stehen. Wir haben eh genug Leben. Ich glaube nicht, dass wir die nächsten 5 Minuten 20 Mal sterben werden. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Leg ruhig. Sei auf der Hut vor Nox Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Au. 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 Okay, Sport. Fledermäuse. Fledermäuse. Habt ihr eigentlich einen Lieblings-Spyro-Teil? Wenn ja, welchen? Chat. Oder... YouTube, lieber YouTube-Zuschauer. Habt ihr einen besonderen... Habt ihr einen besonderen Spyro-Lieblingsspiel? Okay, machen wir erst den... Alter! Himmel! Hast du den ersten gespielt? Ah, dann siehst du ja halt in den zweiten Teil. Und im Verlauf auch den dritten Teil. Die sind auch schön. Der zweite ist sogar noch schöner als der dritte und der dritte ist noch schöner als der erste und der zweite. Finde ich zumindest. Ach, ich habe ja gar keinen Sparks mehr. Oh, das wird ja lustig.
Lecter, kannst du warten, bis dir die Haare ausfallen? Ach ja, warte mal, das passiert ja schneller, als mir lieb ist. Die Videothekenfassung? Hä? Das gibt's nicht. Mir fehlen Edelsteine. Wo... Hacke! Wo fehlen mir denn jetzt die Edelsteine? Okay, mir fehlen irgendwo Edelsteine. Wo könnte ich hier noch Edelsteine vergessen haben, ist die Frage. Bin doch bestimmt irgendwo wieder nicht hochgelaufen oder hochgejumpt oder um die Ecke gelaufen. Irgendwie sowas. Ich habe doch bestimmt wieder irgendwo was liegen lassen. Wo habe ich denn das liegen lassen? Hier was liegen. Ne? Hier habe ich nichts liegen lassen. Das gebratene Spiel halt. Ach so. Ey. Können wir mal gucken. Ja. Hä? Wo habe ich denn da Edelsteine liegen lassen? Chat, habt ihr irgendwo gesehen, wo ich Edelsteine hätte liegen lassen können? Habe ich irgendwo was vergessen? Habe ich irgendwo was vergessen? Ist die Frage. Ja, klar, da. Katja! Ich wollte gerade sagen. Hey, Fatty! Der Schnitzelkunst! Woher weißt du, dass ich Schnitzel liebe? So, dann sag ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge!